Das Ziel bei Vier gewinnt ist es, als erster Spieler eine waagrechte, senkrechte oder diagonale Viererreihe mit seinen Spielsteinen zu bilden. Zuallererst schnappt sich jeder Spieler alle Spielsteine einer Farbe. Anschließend werfen die Spieler abwechselnd je einen ihrer Spielsteine ein. Und bereits hier ist es essentiell wichtig, wer zum einen der Startspieler ist und wo der Startspieler seinen Stein positioniert. Hierbei gibt es allerhand Strategien, die befolgt werden sollten. Ansonsten fällt die Gewinnchance sehr gering aus. Spieler Rot könnte hier in diesem Beispiel bereits unmöglich gewinnen. Ganz egal, wo er seinen Spielstein absetzen wird. 4 gewinnt. Spieler Gelb hat bereits gewonnen. Jetzt wollt ihr allerdings sicherlich wissen, welche Strategien zum sicheren Gewinn führen und welche Strategien Spieler 2 anwenden kann, um dennoch gewinnen zu können. Hierfür habe ich ein eigenes und umfangreiches Video erstellt. Dieses ist in der Videobeschreibung verlinkt.